Wahrscheinlich das kürzeste Hani-Video, wenn ich noch ein paar Outtakes dazu komme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch ein paar Outtakes verwenden. Von dem her, bleibt einfach dran und guckt euch den Schluss an. Es wird auf jeden Fall lustig. Andreas, besten Dank. Super Tabak. And my friend here drüben, my friend. Kommt mal ein ganz spezielles Video, natürlich live aus dem Rough Trout from Georgia. So Leute, heute mal ein ganz kurzes Honey-Video. Eine kleine Frage an unseren linken Andreas Cashy. Es wird schon wieder so ein Outtake-Video, es wird der Hammer. Nee, Andreas, also ich muss heute wirklich mal was sagen, du bist der Hammer. Dass du mir diese Kanzlermischung geschickt hast, der Hammer schlechthin. Denn, mein lieber Freund, hier drüben sitzt er. Hello again, my friend. Ist unwahrscheinlich von diesem Tabak überzeugt. Wir hatten jetzt vor wenigen Tagen probiert, ich habe schon gesagt. Toll. Jetzt ist mehr da. Gar nicht mehr. Was meist ist in dem Kessel hier verendet. Das meiste liegt hier direkt in dem Kessel, oder soll zumindest in dem Kessel alle geworden. Und zwar die Kanzlermischung von Falcom, die 201. Die Falcom 201, ich kann es nicht anders sagen, extrem guter Tabak. Ich weiß nicht, ob Andreas sagen würde, ob es eine dänische Mischung wäre. Ich würde trotzdem sagen, ist es ja, auf jeden Fall. Ja, dänische Mischung. Also ist auf keinen Fall überladen. Und trotzdem eine unwahrscheinliche Schokoladigkeit, Nussigkeit, Ausgewogenheit. Also man hat trotzdem noch Tabak, also wirklich unwahrscheinlich leckerer Tabak in Sachen Schokoladenaromaten. Wirklich der Hammer. Also ich würde mal sagen, dass den Tabak, wenn er wirklich so geblieben ist, Helmut Kohl geraucht hat, das muss eine Naschkatze gewesen sein. Rheinisches Schleckermal. Ne? Rheinisches Schleckermal. Mich hat übrigens erinnert, wenn ich mal kurz einschreiten darf. Unbedingt. An eine extrem gute, heiße Schokolade. Ja. Mal wieder in so einem Wiener Café, so also kommt ja die Romantik durch. Ja. Ja. Heiße Schokolade. Und ich fand ihn sogar besser, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich vorhin gesagt, als den MA Black Blend. Denn beim MA kommt bei einer gewissen Gier, ja, auch so ein bisschen die beißenden Spitzen dazu. Geil. Ich kombiniere das hier übrigens mit diesem Latte Espresso und ich sage euch eins, unwahrscheinlich gut. Also es ist absolut empfehlenswert. Ja. Und ich kann es eigentlich gar nicht besser sagen, als George gerade schon in diesem romantischen Kontext gerade gesagt hat. Nee, ist wirklich so. Also man hat eigentlich wirklich das Gefühl, dass man irgendwie eine heiße Kakaomilch trinkt, ohne dass er heiß auf der Zunge hat, ohne jede Spitze, mild, nussig, fantastisch, also wirklich perfekt ausgewogen. Einfach nur lecker, super. Ich musste das gleich bestellen, wir waren da die Versandkosten völlig Wurst. Ja, rein damit. Also bei mir wird es so sein, meine Falcom-Bestellung wird noch ein paar Tage dauern, ihr wisst selber, ich habe jede Menge Tabake. Also nächste Woche dann erst. Erst, ja. Das könnte dann von der Zeit her ungefähr passen, ich erstmal meine 7 Kilo jetzt die Woche noch verrauchen werde. Und nee, also wirklich absolutes großes Kino. Leute, wir hängen euch zum Schluss noch ein paar ganz lustige Outtakes dran. Sag mal, könntest du eigentlich bei der Kanzlermischung, muss man nochmal, darfst ja, du bitte, fragen, bitte, ja, unbedingt, hau rein. Haben wir noch Zeit? Ja, guck mal, da geht ja schon 10 Minuten. Könntest du bei der Kanzlermischung von Falcom eigentlich auch irgendwie brotige und heulige Noten vernehmen, oder war das eher nicht so? Also dezent brotig und heuig ist es schon. Das kommt eigentlich immer hervor, weil, naja, also es ist eigentlich immer brotig und heuig, oder? Ich muss jetzt wirklich mal ein kurzes Video bringen. Wir sitzen hier gerade herrlich in der herrlichsten Kraftdroschke überhaupt. Und gucken uns Robbenvideos an. Perfekt. Ja. Nur NDR. Outtakes. Wenn du heute hingehst, was wird in deinem Briefkasten liegen? 100%? Angelo? Angelo? Ja. Nur 100%. Der wollte uns doch besuchen können. Der wollte uns besuchen können, ja. Angelo, hörst du das?
Hey Leute, ja, ihr seht schon aus dem, sage ich mal, relativ kurzen Video, ist dann letzten Endes doch nichts geworden. Also ich muss euch jetzt hier noch einen zweiten Teil von zu Hause dranhängen. Ja, George hatte mir gerade eine Sprachnachricht aufs Telefon gequatscht und was soll ich euch sagen? Zu Hause angekommen, lag dann die Kanzlermischung bei ihm auch im Briefkasten. Direkt ausgepackt, direkt geraucht. Also der Gegenvergleich zu dem, was mir Andreas zugeschickt hat. An der Stelle nochmal danke Andreas, super. Und was soll ich sagen, so eine Probe ist ja immer noch ein bisschen was anderes, als wenn man den Tabak so bekommt, also ganz frisch. Ich konnte ihn nicht rauchen, aber George hat gesagt, da war nochmal eine Spur mehr Aroma zu riechen, also auch durch die Menge, durch die Masse. Und dann natürlich, weil es auch einfach noch ein bisschen frischer ist, als ein Tabak, der jetzt vielleicht schon ein paar Tage in einem Beutel liegt. Und er war so begeistert, er war so wirklich groß begeistert von diesem Tabak, dass ich jetzt mir gleich nochmal mein Pfeifchen gestoppt habe. Und ihr habt ja gesehen, es gab eigentlich nichts mehr von der Kanzlermischung, deswegen hänge ich euch jetzt hier noch dran. Nochmal an dich, Andreas, und zwar den Falcum Hour of Silence Nummer 1. Ja, Hour of Silence Nummer 1 ist die Banane, und zwar ist es der Tabak, den unser lieber Sean nicht so sehr mag, so will ich es jetzt mal sagen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe den Tabak geraucht. Also ihr seht schon, ist schon ein bisschen was raus. Heute habe ich mir gestopft, übrigens eine von mir selbst restaurierte. Letzten Endes nochmal, da muss ich was kurz zu der Pfeife sagen, restaurierte Danske-Club-Pfeife, also noch eine aus Dänemark. Also die hat wirklich schon etliche Jahre auf dem Buckel, war im Familienbesitz und wirklich das Pfeifchen glänzt wie Specksparte, hat ein tatsächlich sehr schönes Holz. Viele Bird-Eyes hat es nicht. Ihr seht an der Stelle, vielleicht, ich hoffe, man kann sehen, ist sie hier so ein bisschen dunkel, also Richtung Holm. Tatsächlich hat ein Familienmitglied die Pfeife sehr, sehr lange geraucht, natürlich viele Jahre, und hat die Pfeife fast durchgeraucht. Also da wurde nicht drauf geachtet, ob die Pfeife jetzt besonders lang hält, also hatte einen Durchbrenner. Aber in der sächsischen Pfeifenstube, da Merger, arbeitet die Pfeife wieder auf und füllt die mit einer Art, ich kann es euch nicht sagen, was es genau ist. Ich sage, es ist vielleicht eine Mischung aus Meerschaumgranulat und irgendwas anderes. Da gibt es auch nicht Preis, warum sollte er? Das ist natürlich Firmengeheimnis. Auf jeden Fall eine super, super Sache. Und hat die Pfeife eigentlich von, also die komplette Wandstärke wieder aufgefüllt. Perfekt gemacht, kann ich gleich so sagen, wie es ist. Und heute werde ich die Pfeife auf jeden Fall einrauchen. Ebonit-Mundstück. Tolles Pfeifen, wie gesagt, tolles Holz. Ich habe nochmal nachpoliert, also wirklich die Endpolitur gemacht. Und das Teil ist wirklich, wirklich eine sehr schöne Pfeife, eine wirklich hohe, also wirklich große Billard. Und wie gesagt, das Mundstück, der Biss, alles wirklich tadellos. Heute wird sie eingeraucht, bin schon sehr gespannt. Ja, und Andreas, nochmal ganz kurz an dich. Ich habe den Tabak schon mehrmals geraucht. Das ist der letzte Rest der Probe hier, die du mir jetzt zuletzt zugeschickt hast. Ich finde den Geruch, wenn ich jetzt hier reinrieche, da ich weiß, dass Banane enthalten ist, kann ich euch sagen. Also hier halte ich meine Nase rein und ich rieche auch dieses Fruchtige von der Banane. Ich kann es mir schlecht reden, wie ich will. Es will einfach nicht schlecht werden, mir riecht es einfach sehr gut. Und dieser typische Kohlhase- und Kopfgeruch, es gibt ja nur wenige Hocharomaten, die mir von Kohlhase nicht gefallen, werden hier irgendwie ergänzt von Vollmilchschokolade über Vanille. Im Grunde genommen ist mir mal eingefallen, als ich das gerochen habe und wusste, dass da Bananen drin ist. Für mich riecht das wie ein Bananensplit-Eis mit richtig ordentlich Schokolade drauf. Also für mich total geil. Vom Geschmack übrigens beim Rauchen sehr, sehr, sehr ähnlich. Hält auch wirklich recht lang zu. Ich mag den Tabak wirklich, wirklich, wirklich gern. Also schon an der Stelle, du wirst mich verhauen, aber ganz ehrlich, der Tabak ist echt super. Jetzt bin ich doch das absolute Brot und habe Andreas gefragt, Mensch, Hour of Silence, kannst du mir was zuschicken, ich will mal die Banane probieren. Guck rein und siehe da, vielleicht einmal geraucht, nicht gewusst, was drin ist, Hour of Silence. Andreas, du hast mir schon mal einen von denen geschickt. Also ich war so dankbar in dem Moment, als ich die Probe gefunden habe. Ich dachte, das gibt's gar nicht, Wahnsinn. Also total starke Sache, wirklich super. Freue ich mich wirklich megamäßig. Und ja, was soll ich sagen, einfach nur super. Also Banane pur, also nicht Banane pur, Banane pur ist es nicht, aber definitiv die Banane kommt drüber. Und wenn ich, da ich nicht gewusst habe, was drin ist, man riecht schon die Banane, finde ich. Aber so im ersten Riechen, wenn man nicht weiß, was drin ist,
habe ich die Banane nicht sofort gerochen. Es ist schon wirklich sehr dominant, der Geruch. Es ist Schokolade, es ist irgendwie Vanille, es ist eine Cremigkeit dabei, es ist irgendwie was Sahniges auch. Also wirklich super. Mir schmeckt der Tabak als Aromatenfan wirklich sehr, sehr, sehr gut. Er ist wirklich zungenmild. Er ist angenehm. Also man muss natürlich ein Faible dafür haben. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tabak, also für dieses Bananenaroma. Aber ich finde, der riecht nichts faulig oder so. Und ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, ob irgendwie noch Papaya drin war. Ich habe jetzt wirklich nicht nachgeguckt. Also irgendwas Fruchtiges scheint auch noch drin zu sein. Könnte meinetwegen Papaya sein. Aber für mich riecht das Ganze wie ein Bananensplit. Ich finde das total lecker. Ja, da ich ja sowieso eine Tabak-Naschkatze bin, feines Ding. Ja, und da jetzt die guten Neuigkeiten von George kamen und ich mir bestimmt nochmal die ein oder andere Pfeife mit seiner Kanzlermischung füllen darf, kann ich euch so viel sagen, jetzt stoßen wir nochmal an. Und zwar mit dem allerletzten Rest vom Southern Comfort. Und zwar von unserer Feier. Ihr habt bestimmt das Video gesehen, das letzte mit George zusammen. Und ja, wie sollte man das trinken? Man trinkt es natürlich George-typisch mit volle Hütte Eis. So. Und da es ja weder ein richtiger Whisky ist, noch ein richtiger, ja, es ist halt kein richtiger, es ist halt ein Whisky-Likör oder wie man es auch immer nennen will, also ich sage es mal Whisky-Likör mit 35%, gibt es das heute quasi pur on the rocks und es ist herrlich, wenn man das über das Eis drüber gibt und das Eis knistert so ganz leicht, es ist doch einfach nur herrlich, legendär, so, wunderbar, keine Mische wirklich richtig kalt, ich lasse das jetzt hier noch ein paar Minuten stehen, also ein paar Sekunden stehen. Und stoß erstmal mit euch an. Heute ein bisschen mit George unterwegs, habt ihr ja gesehen, in der Kraftrausch, wir haben ein bisschen nach einem schönen Outdoor-Platz Ausschau gehalten. Ja, war eine schöne Tour, muss ich sagen. Danke, my friend. War eine super Runde heute wieder. Schöne Ecken entdeckt auf jeden Fall. Und mal sehen, wo es uns dann als nächstes hin verschlägt, wenn wir dann Biwak machen wollen. Auf jeden Fall haben wir eine schöne Ecke entdeckt. Auch wenn es heute kein Outdoor-Video geworden ist, egal, vielleicht dann beim nächsten Mal mit George zusammen. Freue mich schon. Ja. Genau, also Leute, wer will Banane probieren, Kanzlermischung, fantastisch, Schokolade pur, Banane, ganz großes Kino, kann ich nur sagen, sehr, sehr, sehr lecker. Und jetzt, ich zünd's mit euch und dann stoße ich noch an, die Banane vom Falcom, Hour of Silence. Hier steht's nochmal, Hour of Silence, Nummer 1. Danke Andreas. War nicht so geplant, jetzt habe ich trotzdem die doppelte Menge. Super. Hm. Eigentlich muss ich zuerst anstoßen, also in dem Sinne, cheers. Sehr, 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 sehr lecker. Sehr süß. Darf ich mir heute nochmal gönnen. Leute, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. War schön. Und Andreas, nochmal an dich. Super. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Tabake. Also Leute, bis bald und genießt euer Pfeifchen. Macht's gut. Ciao.